In dieser Amiga 2000 Folge: Die alte Dame bekommt einen Herzschrittmacher. Das kleine Hundchen von Obelix dem Gallier hilft uns bei der Installation eines CD-ROM-Laufwerks. Und VGA braucht die Businessmaschine. Es treten an das alte Eisen Multivision 2000 gegen den Jungspund in Division ECS. In den Foren liest man oft Neulingsbeiträge wie: Ich habe meinen Amiga mit diesem Adapter an meinen VGA-Monitor angeschlossen, jetzt bekomme ich aber kein Bild. Ist da was kaputt? Nein, da ist nichts kaputt, das ist vollkommen normal, und wenn du dich vorher ein wenig mit der Materie beschäftigt hättest, dann wüsstest du, dass das, was du davor hast, nicht so einfach geht. Naja, okay, das hätte man etwas netter formulieren können, okay. Warum geht das nicht? Die Geschichtsbücher geben darüber Aufschluss. Wann erschien nochmal der erste Amiga? Genau, 1986. Und wann kam IBM mit seinem Video Graphics Array, kurz VGA, um die Ecke? Richtig, 1987. Es wäre also schon ein großer Zufall gewesen, wenn der Amiga sofort VGA-kompatibel gewesen wäre. So wie die Dinge nun mal sind, orientiert sich der Amiga als Kind der Homecomputer-Familie an den TV-Standards NTSC oder PAL. Die Zombies von IBM aber wollten ja schon immer etwas Besseres sein und nutzten daher seit jeher ihre eigenen Grafikausgabemodi. Aus rein technischer Sicht ist es noch einfacher. VGA definiert eine Zeilenfrequenz von etwa 31 kHz. Der RGB-Port des Amiga liefert aber nur etwa 15 kHz, was für die Darstellung auf einem Fernseher absolut ausreichend ist, aber auf einem normalen VGA-Monitor nicht klappen kann. Deswegen kann auch ein einfacher, passiver 23-Pol Amiga RGB auf 15-Pol VGA-Adapter nicht die Lösung sein, auch wenn sie so schön günstig anmutet. Der einzige Amiga, der von Haus aus VGA-fähig ist, ist der 3000er. Er erschien 1990 und war von Anfang an als Workstation ausgelegt. Irgendwie glaubte man damals bei Commodore, dass professioneller Computereinsatz gleichzusetzen sei mit IBM. Das mag einer der Gründe gewesen sein für die Entscheidung, dem A3000 neben seinem normalen RGB-Ausgang auch einen VGA-Ausgang zu spendieren. Warum dieser dann im Amiga 4000 aber wieder weg war, konnte mir bis heute keiner erklären. Stellt sich jetzt erstmal die Frage, warum überhaupt VGA nutzen? Wenn man den Amiga zum Spielen verwenden möchte und nicht zum halbwegs professionellen Arbeiten, dann sollte man sich das Geld sparen und den Amiga wirklich einfach nur an einem Fernsehgerät anschließen. Man bekommt ja heute schon schicke, kleine Flachbildfernseher mit RGB-SCART-Eingang, welche man als Amiga-Monitor nutzen kann. Viele dieser Geräte machen sich sogar nicht einmal etwas aus den Interlace-Modi, also die normalerweise flimmernden Zeilensprung-Screen-Modes des Amiga, die man unter Prefs Screen-Mode einstellen kann. Das muss man allerdings vorher austesten. Es gibt auch VGA-Monitore, sogenannte Multisync-Monitore, die mit den 15 kHz zurechtkommen. Diese sind aber recht selten und daher auch relativ teuer. Es gibt aber auch durchaus Gründe, die einen zur Verwendung von VGA nötigen, etwa der verfügbare Platz auf des Amiga-Bastlers Tisch. Da ist eben kein Platz mehr für einen weiteren Monitor oder gar ein Fernsehgerät. Da steht eben nun mal schon ein TFT-VGA-Monitor und der soll auch verwendet werden. Es gibt noch mehr Gründe, darunter auch welche, die damals zur Blütezeit des Amiga gegolten haben. Entsprechend wurde Hardware entwickelt, die das Amiga RGB-Signal VGA-fähig machen. Die sogenannten Scan-Doubler und oder Flickerfixer. Scan-Doubler bedeutet, dass die Zeilenfrequenz verdoppelt wird. Aus den Amiga-üblichen etwas mehr als 15 kHz werden also VGA-taugliche 31 kHz. Flickerfixer beheben das Zeilenflimmern, welches bei den Interlace, also Zeilensprung-Screen-Modes, auftauchen, indem sie die ausgegebenen Halbbilder zwischenspeichern und gleichzeitig an den Monitor schicken. Wer es technisch ganz genau wissen möchte, der sucht mal in der Wikipedia nach dem Begriff Flickerfixer, der Artikel dort ist recht gut verfasst.
Also merke, ein Scan-Doubler allein ermöglicht den Anschluss eines VGA-Monitors. Ein zusätzlicher Flickerfixer sorgt für ein flimmerfreies Bild bei den Interlaced Screen Modes. Ein günstiges Modell aus der alten Zeit ist der Multivision 2000 von 3State, welcher heute auch noch relativ günstig zu bekommen ist. Diese Karte bietet neben ihrer Funktion als Scan-Doubler auch noch die Möglichkeit, zwei Lautsprecherboxen über zwei 3,5 mm Klinkebuchsen anzuschließen und die Lautstärke zu regeln. Aus heutiger Sicht ist das etwas unglücklich, denn heute benutzen wir ja Stereo 3,5 mm Klinkenstecker und keine zwei separaten Mono-Anschlüsse. Außerdem ist es etwas äbscht gemacht, dass man zum Regeln der Lautstärke hinter den Amiga greifen muss. Naja, zum Ein- und Ausschalten muss man das ja auch. Die Multivision wird in den Videoport des Amiga 2000 gesteckt, wobei man peinlich darauf achten muss, dass die Kartenrückseite mit all ihren Lötstellen nicht mit dem Netzteil in Verbindung kommt und dadurch Kurzschlüsse verursacht. Am besten ist es, man steckt etwas dazwischen zum Isolieren. Früher gab es nur Röhrenmonitore und da wir hier alte Hardware verwenden, schließen wir auch erstmal einen alten Monitor an und schalten den Amiga ein. In den meisten Fällen wird es wohl so sein, dass der Monitor zwar was anzeigt, man aber noch nicht viel erkennen kann. Dann muss man, im wohlgemerkt eingeschalteten Zustand, an diesen Drehreglern auf der Karte das Bild dem eigenen Wohlgefallen entsprechend einjustieren. Verwendet dabei unbedingt nicht metallische Werkzeuge, denn gerade der große Drehkondensator ist so empfindlich, dass man alleine durch das Aufsetzen und Abziehen einer metallischen Schraubendreherklinge das Signal verändert. Und bitte, wir arbeiten hier am offenen, schlagenden Herzen. Überall ist Spannung drauf. Also entweder ihr geht mit der notwendigen Vorsicht an die Sache heran, oder wer es sich eben nicht zutraut, lässt es von jemandem machen, der weiß, was er da tut. Will keinem von euch Angst machen, aber heutzutage schraubt man halt nicht mehr in Computern herum, schon gar nicht unter Spannung. Daher setze ich nicht voraus, dass jeder, der dieses Video sieht, weiß, auf was man alles achten muss. Lieber Vorsicht als Nachsicht. Wer es ganz professionell nach Anleitung machen möchte, der benutzt die Multivision 2000 Software. Anleitung als PDF und Software als Disketten-Image bekommt man zum Beispiel bei amiga.resource.cx. Die Software liefert Testbilder und eine Step-by-Step-Anleitung, mit der man das Bild bestmöglich einstellen kann. So. Wir haben jetzt also einen VGA-Röhrenmonitor an unseren Amiga 2000 angeschlossen. Sehr gut. Doch freuen wir uns jetzt mal nicht so voreilig. Schalten wir mal den Screen Mode um von Standard Hi-Res Non-Interlaced auf Hi-Res Interlaced. Und schon flackert's. Ja, das ist jetzt nun mal so. Denn die Multivision 2000 ist eben nur ein Scan-Doubler und kein Flickerfixer. Das könnte jetzt schon traurig genug sein, aber es geht noch schlimmer. Die alten Röhrenmonitore sind sehr dankbare Geräte, was ihr Eingangssignal angeht. Moderne TFT-Bildschirme hingegen sind regelrechte Dieven. Wenn die nicht genau das geliefert bekommen, was sie haben wollen, zeigen sie gar nichts an. Und das ist eine weitere Schwäche der Multivision 2000. Entweder man hat das Glück und besitzt einen TFT-Monitor, der mit dem Signal der Multivision zurechtkommt, oder der Bildschirm bleibt dunkel. Jetzt schlägt die Stunde des Jungspunds. Wieder mal kommt aus dem Hause Individual Computers ein Stückchen Technik, welches für die alten Amigas gemacht wurde, um diese an aktuelle Hardware anzuschließen. Der, die oder das Indivision. Und dahinter dann die Variante, die zum jeweiligen Amiga-Typ passt, also entweder ECS oder AGA. In unserem Falle des Amiga 2000 ist es also die Indivision ECS. Anders als die Multivision 2000 kann die Indivision ECS bei allen OCS und ECS Amigas zum Einsatz kommen, weil sie nicht im Videoslot, sondern im Sockel des Denise-Chips installiert wird. Im Amiga 2000 müssen wir hierzu die Laufwerksbrücke entfernen und dann den Denise-Chip vorsichtig heraushebeln. Thank you.
Jetzt setzen wir die Indivision ECS lagerichtig, also nach den Kerben im IC-Sockel orientiert, in den Denise-Sockel und drücken das Ganze vorsichtig fest. Nun wird auf dem Indy wieder der Denise-Chip eingesetzt und hier bitte auch wieder auf die Lagerichtigkeit achten. Das VGA-Flachbandkabel ist gerade lange genug, um bis an das Slotblech des Videoports heranzureichen. Ein eigenes Slotblech wird nicht mitgeliefert, hier muss man sich eben selbst etwas ausdenken. Auch wenn die Versuchung groß sein mag, bitte verlängert das Flachbandkabel nicht. Es ist ein ungeschirmtes Kabel und mit jedem zusätzlichen Millimeter Kabellänge stellt es eine Erhöhung der Störungen auf dem VGA-Signal dar. Was ich hier im Beispiel schändlicherweise vergessen habe, im Lieferumfang des Indy liegt ein Erdungskabel bei. Stellt also noch die Verbindung zwischen dem Indy und einem der Mainboard-Schrauben her, damit der Indy das gleiche Massepotenzial hat wie der Rest des Amigas. Tut man dies nicht, kann es sich negativ auf die Bildqualität auswirken. Das war's auch schon wieder. Die Laufwerksbrücke kann nun zurück an Ort und Stelle und wir schließen nun unseren TFT-VGA-Monitor an den Indivision ECS an. Normalerweise solltet ihr gleich ab dem ersten Start ein gutes Bild dargestellt bekommen und wenn wir jetzt einen der Interlace-Modes auswählen, sehen wir kein Geflimmer. Das Bild steht dank Flickerfixer wie eine 1. Sollte dennoch die Notwendigkeit bestehen, das Bild nachzujustieren, so geht das hier mittels Software, zu bekommen von der Individual Computers Homepage. Bevor ihr euch jedoch für den Indy entscheidet, solltet ihr euch ebenfalls auf dieser Homepage informieren, ob an eurem Amiga, Modell- und Bordrevision sollte man wissen, spezielle Änderungen gemacht werden müssen, damit der Indy mechanisch auch passt. Dann gibt es noch den A2320 von Commodore, also ebenfalls wie der Multivision ein klassisches Stück Hardware. Er ist sehr selten und entsprechend teuer. Ich selbst habe das Ding nie in Händen gehabt und kann daher nur das wiedergeben, was ich vom Hörensagen mitbekommen habe. Angeblich sei der A2320 in Sachen Bildqualität besser als der Multivision 2000, da er den gleichen Amber-Chipsatz zur VGA-Erzeugung nutzt wie der Amiga 3000. Und da ich einen Amiga 3000 besitze und dessen VGA-Bild kenne, sage ich jetzt mal, wenn der A2320 tatsächlich diese Qualität erreicht, dann kann man damit leben. Finanziell ist das Ding jedoch eine Katastrophe. Zum heutigen Zeitpunkt liegen die Tarife für den Multivision 2000 um die 70 Euro. Den Indivision ECS bekommt man neu bei Vesalia für etwa 100 Euro. Und der seltene A2320 wird für affige 170 Euro gehandelt. Da sollte es einem leicht fallen, die Entscheidung zu treffen, denn in Sachen Bildqualität und Leistungsumfang ist der Indivision ECS eindeutig die beste Wahl. Und was man mit diesem Ding noch alles anstellen kann, das lest ihr euch mal auf der Homepage von Individual Computers schön selbst durch. Ein Anwendungstipp noch zum Schluss, der zu jedem der zuvor genannten Karten passt. Schließt für die Einrichtung einen Monitor oder Fernseher an den RGB- oder Composite-Eingang des Amigas an, damit ihr dort sicher das Bild angezeigt bekommt. Sollten nämlich die installierten Karten auf Anhieb kein taugliches Bild auf eurem VGA-Monitor liefern, dann seid ihr ohne aktive Anzeige ziemlich gekniffen. Der Vollständigkeit halber ganz kurz zum Thema Grafikkarten. Amiga-Grafikkarten sind recht selten und entsprechend teuer zu bekommen. Eine Grafikkarte allein kann immer nur ihre eigenen Screen-Modes VGA-verträglich anzeigen. Die normalen 15 kHz Amiga-Screen-Modes bleiben von der Grafikkarte unberührt. Ich werde in einer späteren Folge näher darauf eingehen. Hier jetzt mal nur die Kernaussage. Wer einen VGA-Monitor als alleinige Anzeige am Amiga verwenden will, der braucht, um alle Screen-Modes darstellen zu können, in erster Linie einen Scan-Doubler und oder Flickerfixer. Eine Grafikkarte kann nur zusätzliche Screen-Modes liefern, nicht jedoch die vorhandenen Amiga-Signale für VGA aufbereiten. Es sei denn natürlich, man erwischt ein Modell, welches einen eingebauten Scan-Doubler hat. Und noch eine Fußnote, bevor das Thema nun endgültig vorbei ist. Ja, man kann gleichzeitig am Composite-Ausgang, am RGB-Ausgang, am Indivision ECS und an einer im Videoport angeschlossenen Karte einen Bildschirm betreiben. Was es für einen Sinn macht, weiß ich nicht, aber es geht. Der 5¼ Zoll Schacht unseres Amiga 2000 ist noch leer. Und das darf so natürlich nicht bleiben.
Ein olles Floppy-Laufwerk wollen wir da aber nicht mehr drin haben, denn die Zeiten sind nun mal endgültig vorbei. Wie wäre es anstelle dessen mit einem CD-Laufwerk? Keine schlechte Idee, denn momentan verfügt unser Amiga hier noch über keine Möglichkeit, größere Datenmengen komfortabel auszutauschen. Da würde uns ein CD-Laufwerk schon sehr gelegen kommen. Welches Laufwerk soll man nun nehmen? Nun, ich befürchte, dass es auch in dieser Frage wieder keine Patentantwort geben wird. Natürlich muss das Laufwerk anschlussseitig zu unserem verwendeten Controller im Amiga passen. Wir haben hier ja den A2091 SCSI-Controller, der in der letzten Folge eingebaut worden ist. Es würde aber natürlich auch ein IDE-Controller tun, zu dem man sicherlich viel leichter ein CD-Laufwerk finden kann als zu SCSI. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass langsamere Laufwerke, also etwa 20-fache Geschwindigkeit und darunter, im Allgemeinen kompatibler sind als schnellere Laufwerke. Ich lasse mich da aber gerne eines Besseren belehren. Schließen wir nun also unser CD-Laufwerk an den Controller an. Wer sich da nicht ganz sicher ist, kann sich erstmal die unnummerierte Folge der Yesterchips reinziehen. Hier geht es detailliert um die Eigenarten von IDE und SCSI-Systemen. Und nun kommen wir auf den Hund. Im Aminet sucht ihr nach IDEFIX 97 und zieht euch die LHH-Datei entsprechend herunter. Das Ding ist dankbarerweise so klein, dass es in ein einziges Disketten-Image passt und somit recht komfortabel auf den Amiga übertragen werden kann. Wenn ich gerade für dich Chinesisch sprechen sollte, such mal in den bisherigen Yesterchips-Folgen nach dem Thema Amiga Explorer oder nach dem HXC-Floppy-Emulator von Lotharic. Danach sollte aus dem Chinesisch dann auch Deutsch geworden sein. Auf dem Amiga entpacken wir nun das LHA-Verzeichnis. Wenn ihr noch die originale Workbench 3.1 einsetzt, braucht ihr noch zusätzlich aus dem Aminet den Installer 43.3. Ladet ihn euch zuvor herunter und installiert ihn. Ohne diesen Installer funktioniert die Installation von IDEFIX leider nicht. Wenn ihr bereits mit der Classic Workbench arbeiten solltet, braucht ihr dies nicht. Hier ist der Installer 43.3 bereits fester Bestandteil. Was die IDEFIX Software unter anderem so gut macht, ist das Programm Find Device, welches wir nun starten. Dieses Programm kann uns vorab Info darüber geben, ob das angeschlossene CD-Laufwerk von IDEFIX erkannt wird oder nicht. In unserem Fall passt alles. Hier in der rechten Spalte wird unser Laufwerk angezeigt. Das bedeutet also, dass nach der Installation von IDEFIX das Ding auch funktionieren wird. Wenn hier nichts angezeigt wird, müsst ihr entweder noch einmal euren Aufbau kontrollieren oder im schlimmsten Fall ein anderes Laufwerk benutzen. Die Installation von IDEFIX geht denkbar einfach. Ich habe es mir hier leicht gemacht, indem ich die Novice-Installation gewählt habe, bei der die meisten Einstellungen automatisch vorgenommen werden. Im Verlauf der Installation bekommt ihr ein paar Fragen gestellt, die ihr aber alle mit den voreingestellten Antworten quittieren könnt. Auch taucht Find Device noch einmal auf. Hier macht ihr im Prinzip das gleiche wie zuvor auch. Scannt nach eurem Laufwerk, wählt es aus und setzt die Installation fort. Ist die Installation beendet, startet ihr euren Amiga neu. Beim Booten erscheint nun dieser Nerv-Screen. Ja, das von IDEFIX verwendete Cache-CDFS ist ein kommerzielles Produkt. Also entweder ihr lebt mit diesem Nerv-Screen, der übrigens immer mal wieder auftaucht und nur ein Klick auf Yes zulässt, bei jedem anderen Feld, das angeboten wird, taucht der Screen gerade nochmal auf. Oder ihr zollt dem Programmierer den notwendigen Respekt und kauft euch eine lizenzierte Version. Man bekommt das zum Beispiel in Cluandos Amiga Forever, hier die Plus- oder Premium-Version nehmen, oder im Amiga OS 3.5 oder 3.9, da ist Cache-CDFS fester Bestandteil. Und jetzt kommt der spannende Moment. CD einlegen und... Na bitte, alles in Butter. Unser Amiga 2000 hat nun ein CD-Laufwerk. Und schöner Nebeneffekt... Wir können hier auch schmerzlos von Windows gebrannte CDs einlegen. Sie werden erkannt. Dem munteren Dateischaufeln ist damit praktisch nun nichts mehr im Wege.
Der Vollständigkeit halber sei hier gesagt, dass es natürlich auch noch andere Mittel und Wege gibt, den Amiga CD-tauglich zu machen. Idefix ist nur eine der vielen möglichen Vorgehensweisen. Ich persönlich finde die Software sehr komfortabel und vor allem leicht verständlich. Idefix kann übrigens noch viel mehr als nur ein CD-Laufwerk ans Rennen zu bringen. Doch das gehört hier heute nicht hin. Eure erste Amtshandlung mit dem CD-Laufwerk könnte ja jetzt sein, eine Amiga Forever CD oder ein OS 3.9 auf CD zu erstehen, um den nervigen Nervscreen von Cache CDFS loszuwerden. Auf der OS 3.9 CD findet ihr im Verzeichnis Cache CDFS den Ordner L und die darin liegende Datei Cache CDFS kopiert ihr einfach auf euren Amiga ins Verzeichnis sys L. Die dort bereits vorhandene Datei Cache CDFS ersetzt ihr damit. Das letzte Thema für diese Folge: mehr Power für die alte Dame. Unser Amiga 2000 bekommt eine Turbokarte. Zunächst zur Definition. Was ist eine Turbokarte bzw. eine Accelerator Card? Eine offizielle Beschreibung ist mir nicht bekannt. Die aber wohl am weitesten verbreitete Meinung über eine Turbokarte sieht so aus. Sie besteht a. aus einem Hauptprozessor, der leistungsfähiger ist als der bereits im System vorhandene Prozessor, und b. zusätzlichen Arbeitsspeicher. Richtige High-End-Turbokarten haben noch weitere Features, wie eine FPU für Gleitkomma-Operationen, einen eigenen Controller für Massenspeicher, mit dem sehr hohe Datenübertragungsraten erreicht werden können, oder eine spezielle Schnittstelle für eine schnelle Grafikkarte. Die Funktionsweise ist, simpel ausgedrückt, so, dass die Turbokarte ein eigener Computer ist, der sich den Ressourcen des bestehenden Systems bemächtigt und dieses beschleunigt. An der Stelle auch wieder die Frage nach dem Sinn. Wenn man seinen Amiga ganz klassisch zum Zocken mit Disketten bzw. Disketten-Images nutzen möchte, dann kann man auf Turbokarten verzichten. Denn die meisten Spiele sind für die Leistungsumgebung eines Amiga 500 bzw. Amiga 1200 ausgelegt. Jedwede Systemveränderung würde die Kompatibilität möglicherweise sogar schmälern. Sobald man aber etwas mehr mit dem Amiga vorhat, und mit unserem Amiga 2000 haben wir ja definitiv noch ein bisschen was vor, so wird man an einer Turbokarte kaum vorbeikommen. Weiter möchte ich zu diesem Thema jetzt erstmal nicht ausholen. Unser Amiga 2000 hier wird nur sehr moderat getuned. High-End-Turbokarten werden später mal Thema sein. Es gibt im Amiga 2000 zwei Möglichkeiten, Turbokarten zum Einsatz zu bringen. Die erste gleicht der Vorgehensweise wie im Amiga 500. Man kann einfach anstelle des 68.000er Prozessors eine Turbokarte einsetzen. Dazu muss der 68.000er vorsichtig herausgehebelt werden und die Turbokarte wird lagerichtig und vorsichtig in den Sockel eingesetzt. In diesem Beispiel seht ihr eine Turbokarte von MTEC mit einem 68020er Prozessor mit 4 MB FastMem. Durch die Verwandtschaft zum A500 kann man im A2000 nahezu jede Turbokarte intern einsetzen, welche es auch für den Amiga 500 gibt. Treiber werden nicht benötigt, solange der auf der Turbokarte vorhandene Prozessor einen 68040er nicht übersteigt. In unseren Beispielen ist das aber definitiv nicht der Fall. Ich persönlich mag aber diese Amiga 500 Methode im 2000er gar nicht gern. Schließlich hat der A2000 für solche Tuning-Maßnahmen einen eigens dafür vorgesehenen Prozessorslot, womit wir bei der zweiten Vorgehensweise zum Einbau einer Turbokarte wären. Klarer Vorteil hier: die Laufwerksbrücke muss nicht entfernt werden. Zum Einsatz kommt hier jetzt die A2620 von Commodore, eine 68020er Turbokarte mit 14 MHz, FPU und derzeit 2 MB FastMem. 4 MB wären das technische Maximum dieser Karte. Diese Karte wird einfach in den Prozessorslot eingesteckt. Wegen ihrer schieren Größe, sie reicht von der Front bis zum Hinterteil des A2000, und der Nähe zum Netzteil muss man beim Einbau ein wenig aufpassen, dass man keine Kabel oder Bauteile verknickt. Sitzt die Karte ordentlich in Position, können wir den Amiga wieder einschalten. Und oh Wunder! Wieder haben wir eine Portion FastMem erhalten und auch SysInfo zeigt sich wieder vorsichtig begeistert von der nun anstehenden Systemleistung. Im Übrigen sei hier ein kleiner Glückwunsch angebracht.
Unser biederer Amiga 2000 hat sich nun, dank A2091 und A2620, in einen waschechten Amiga 2500 verwandelt. Die A2620 bietet, genauso wie ihre größere Schwester A2630, die Möglichkeit, in den normalen 68.000er Modus zurückzufallen. Das heißt, man verwendet wieder den auf dem Mainboard vorhandenen 68.000er Prozessor mit 7 MHz. Dies geht einfach per Software. Einfach beim Booten die rechte Maustaste dauerhaft gedrückt halten und es erscheint dieses Menü, in dem man nun wählen kann, in welchem Modus man das System starten möchte. Vorteil: Der Fastmem-Speicher bleibt auch im 68.000er Modus erhalten. Genereller Vorteil der Commodore-Karten: Man kann nicht viel einstellen daran und entsprechend kann auch wenig schief gehen. Die Karten sind robust und es gilt tatsächlich das Prinzip des Plug and Play. Über Turbokarten an sich könnte ich jetzt noch lange schwadronieren. Stellenweise habe ich das ja auch schon getan in der letzten unnummerierten Yesterchips-Folge. Aber hier an dieser Stelle soll es jetzt erstmal genug zu diesem Thema sein. Wichtig ist, wir haben nun Fastmem, 2 MB auf der Turbokarte, 2 MB auf der A2091, also 4 MB in Summe, und unser System ist moderat beschleunigt worden. Damit haben wir jetzt die idealen Voraussetzungen für die nächste Folge. Ja, damit wäre ich nun erstmal am Ende. Lasst mich an der Stelle mal Danke sagen für die YouTube-Kommentare, die Zuschriften per Mail und auch das positive Feedback in den Foren. Ich hoffe, ihr bleibt mir treu und diese Folge trifft auch wieder auf eure Zustimmung. Wenn irgendwas sein sollte, nicht lange zögern, Mail schreiben und dann schauen wir mal. Oder eben die bekannten Foren mal umgraben. Bis zum nächsten Mal dann. Bleibt sauber und anständig. Adele, ciao und bye bye. Euer Mick.